Hallo, hier ist Melli vom Brezen Voyager. Es gibt Neuigkeiten zu Mein Schiff 7 und die zeigen wir euch jetzt. In den letzten Wochen hat sich viel bezüglich der Mein Schiff 7 von TUI Cruises getan. Es sind ja auch nur noch wenige Wochen, also Stand heute, dem 20. Mai 2024, um genau zu sein, noch 27 Tage bis zur Vorfreudefahrt und 33 Tage bis zur Taufe. Kommen wir also zur neuesten Entwicklung, die Mein Schiff 7 fährt. Schwimmen tut sie ja schon länger, aber seit Sonntag, den 19. Mai, fährt sie auch. Die sogenannten Sea Trails haben begonnen. Bei den Sea Trails werden alle wesentlichen Eigenschaften des Schiffs getestet. Dazu gehört zum Beispiel der Test der Motoren, der Sicherheitseinrichtung oder auch die Manövrierbarkeit des Schiffs unter Extremsituationen. Die nächste Neuigkeit ist auch noch nicht so alt und ich habe sie bei den einleitenden Worten schon erwähnt. TUI Cruises hat sich entschieden, eine Vorfreudefahrt oder Vorfreudereise zu machen. Dies hat natürlich schon für viele Diskussionen in den sozialen Medien gesorgt. Warum, fragt ihr euch? Naja, die sogenannte traditionelle christliche Seefahrt, also eher die Handelsschiffe, die nehmen keine Fracht oder Passagiere an Bord, bevor das Schiff nicht getauft worden ist. Bei der Kreuzfahrt, da sind solche Fahrten mit Passagieren vor der Taufe eher die Regel als die Ausnahme. Ob das jetzt ein böses Omen ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Die Vorfreudereise startet am 16.06. in Kiel und endet dort auch am 21.06. in Kiel, denn dort startet ja dann auch die Taufreise. Die Gäste der Vorfreudefahrt sind eine der ersten Gäste auf der Mein Schiff 7. Das heißt, dass die Crew ein bisschen das als Übungsfahrt nutzt, damit sie sich einspielen kann. Aber natürlich gibt es wie gewohnt das All-Inclusive-Premium-Paket. Damit kommen wir auch zur Taufe. Die Infos hierzu sind schon länger bekannt und Stand 20. Mai gibt es auch noch keine weiteren Hinweise. Was wissen wir also schon? Die Taufe findet am 22.06.2024 in der Kieler Bucht statt. Zu diesem Zeitpunkt sind auch Kieler Wochen. Das heißt, die Taufe der Mein Schiff 7 wird ein ganz besonderes Highlight werden. Auch die Taufpatin ist schon bekannt. Es ist diesmal kein Promi und TUI Cruises setzt in vielerlei Hinsichten ein neues Zeichen. Die Taufpatin, und hoffentlich sage ich den Namen jetzt richtig, ist Fenya Kalachani. Sie ist Crewmitglied und zwar Umweltoffizierin an Bord der Mein Schiff Flotte. Somit rückt TUI Cruises zum einen die Crew in den Mittelpunkt, zeigt aber auch die Wichtigkeit des Umweltschutzes an Bord der Schiffe. Ein weiterer Meilenstein war die Installation der Kunstwerke im Diamanten. Dieser Teil des Schiffs ist das Wahrzeichen der Mein Schiff Flotte und kommt leider mit der Mein Schiff 7 zum letzten Mal zum Einsatz. Ab der Mein Schiff Relax wird es den Diamanten in dieser Form leider nicht mehr geben. Die Kunstwerke in diesem offenen, lichtdurchfluteten Raum sind immer etwas ganz Besonderes und auf jedem Schiff unterschiedlich. Wenn ihr euch schon mal auf das neue Schiff einstimmen wollt, dann verlinken wir euch in der Infobox und in der Videobeschreibung unsere Schiffsrundgänge zur Mein Schiff 7. Wir planen unsere Reisen ja grundsätzlich eher ein bisschen langfristiger, aber jetzt im Hinblick auf die Neubauten haben wir uns schon ein kleines Sparschweinchen zugelegt, um für Eventualitäten gerüstet zu sein. Nicht nur das Sparschwein war vorhanden, sondern natürlich auch unsere Urlaubstage und Überstunden und so weiter haben wir bewusst für diesen Moment an Seite gelegt. Und jetzt können wir endlich auch sagen, wir sind nicht nur bei der Taufe dabei, sondern auch bei der Vorfreudefahrt. Wir sind sehr glücklich, dass beides geklappt hat und dass wir auf der Mein Schiff 7 mit die ersten Gäste sein dürfen. Es war überraschenderweise, haben sich die Leute auch um die Vorfreudefahrt geprügelt und nicht nur um die Taufe. Und deswegen freuen wir uns wirklich, dass wir dabei sein können. Wenn ihr nichts zu diesen beiden Themen verpassen wollt, dann abonniert bitte gerne unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Dann erfahrt ihr sofort, wenn wir ein neues Video hochladen. Und das werden wir auch schon von unterwegs tun, nicht das zu Hause, sondern möglichst zeitnah wollen wir euch mit den Informationen versorgen. Wenn euch irgendwelche Bereiche besonders interessieren von der Mein Schiff 7, schreibt es uns in die Kommentare. Vielleicht seid ihr ja sogar auch dabei. Wir freuen uns, mit euch eine Runde zu quatschen.